Und schon wieder zurück bei Dawn of Man. Unsere Siedlung floriert, wir haben gerade Winter. Na gut, sie floriert nicht, unsere Leute sterben langsam weg und es kommen gerade keine neuen nach. Und ich verstehe nicht so genau warum. Können vielleicht nochmal ein Zeltchen bauen, vielleicht hilft das ja. Vor allen Dingen, wenn wir glaube ich noch ein Zelt bauen, dann haben wir erstens mehr Lagerplatz. Und zweitens... Das müsste der Eingang hier sein. Und zweitens... haben wir dann eventuell auch die Chance, dass mehr Einwohner dazukommen. Weil mittlerweile kann ich die Einwohner versorgen. Wir haben mehr als genug Fleisch. Gemüse holen sie sich und gejagt wird hier regelmäßig. Gefischt wird hier mittlerweile auch. Schleuder mal 10, Wissen plus 1, genau das war der Plan. Und der hat funktioniert. Und heute, und also Kleidung haben wir mehr als genug. 13, das können wir, die können wir versorgen. Ist da schon wieder, ist da schon wieder einer dazugekommen? Haben wir ein Kindchen dazu bekommen? Ein weibliches Kind ist dazu gekommen. Juhu! Haben sich unsere Leute gerade fortgepflanzt? Zelt mal 5. Wissen plus 1. Ja, sehr schön. Och, warte mal. Also diese Ansicht hier, das ist ja jetzt gerade mal richtig großartig. Ich muss mal gerade hier... jetzt gehen sie natürlich weg. Ah, das sieht so schön aus hier mit dem... Oh, ist das schön. Ich wünschte, ich könnte näher ran, aber ich kann nicht näher ran, leider. Aber das sieht so schon richtig, richtig schön aus, muss man sagen. Es hat einfach was. Wie hier die Zeltchen im Winter rumstehen. Und es hat gewirkt mit dem Totem hier oben. Ne? Also hier können sie anscheinend ihre, ja, ihre Moral deutlich besser anheben als irgendwo anders. Und unsere Gesamtzufriedenheit ist halt gesunken, weil die Moral nicht so hoch war. Das heißt, ich muss dringend darauf achten, auch mehr Totems zu bauen im Zweifel. Damit mit mehr Bevölkerung... Ach guck mal, die ganzen Wölfe haben sich im Lager zurückgezogen. Huch, rein da. Ja, es ist also warm da drin, ne? Kann man besser überleben. Ja, die Frage ist jetzt, versorgt sind unsere Leute. Das ist ganz hoch. Der Ruhm ist noch nicht so hoch. Wie bekannt deine Siedlung ist, hängt von der Gebäude, von der Bevölkerung, Gebäude und Technologien ab. Okay. Und dann kommen auch mehr Leute. Den Winter überlebt, Wissen plus 1, großartig. Wir entwickeln uns ganz stark in Richtung nächste Entwicklungsstufe unserer Menschen. Und ich muss zugeben, ich bin dann auch ein bisschen stolz darauf, dass ich es geschafft habe, die Menschen zur nächsten Entwicklungsstufe voranzutreiben. Und wenn wir bedenken, wie wir hier angefangen haben mit diesen beiden Häuschen und hier der Feuerstelle und das war's. Und mittlerweile jetzt nur ungefähr 300 Jahre später sind schon 3 Zelte dazu gekommen. Ja, das ist schon eine Entwicklung. Da muss man schon sagen, wow, das ist mit New York City vergleichbar. Ja, und wenn wir dann irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir Kupfer verarbeiten können, oh... Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Was ich jetzt auf jeden Fall nochmal mache, warte mal, nicht bauen. Nämlich hier sammeln. Dann können sie nämlich hier unten die Früchtchen auch nochmal wegsammeln, wenn sie schon mal im Sommer die Zeit dazu haben. Denn Früchtchen sammeln ist eine gute Angelegenheit. Oh, hier, guck mal, hier ganz viele Früchte. Kriege ich das noch rein? Nee, leider nicht. Früchte sammeln ist eine gute Angelegenheit. Wir müssen dann nur gucken, dass wir diese ganzen Arbeitsbereiche auch im Blick behalten irgendwie. Das hier würde ich gerne noch wegfällen, ehrlich gesagt. Und hier unten gibt es nicht mehr so viel Stein. Das heißt, bald ist das weg. Dann nehmen wir uns diese Steinvorkommen hier oben vor und machen hier oben Platz. Dann machen wir nämlich hier Platz dafür, dass wir hier ausbauen können, unsere Siedlung. Die wird sich dann wahrscheinlich so ein bisschen hier in dieses Tal eingliedern. Da können wir irgendwann auch eine schöne Mauer drum bauen. Warum ist das kaputt? Hab das wieder zu hart getrieben? Was ist denn da los? Hier ist ein erwachsenes Weibchen. Hat ein bisschen Durst, ist aber nicht schlimm. Und ein altes Weibchen. Da sind die Stats auch, glaube ich, schon... Nee, wandert umher. Warum ist das kaputt? Das verstehe ich nicht. Was habt ihr denn da gemacht? Gab es da einen Angriff oder sowas? Nö, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich mache die Geschwindigkeit mal ein bisschen höher, weil... Ach, guck mal hier. 100 Stöcke Wissen plus 1. Ja, wie nur plus 1. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. 2 Stück haben wir dazu bekommen. Ja, großartig. Dann können sie jetzt auch wieder die Arbeit teilen. Guck mal, wie geschäftig das jetzt mittlerweile schon aussieht hier. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und da werden die Bäumchen gefällt, weil sie jetzt natürlich was zu essen brauchen. Und hier Kapazität haben wir 15. Aber so viele sind noch nicht da. Und dann müssen wir gucken, dass wir mit der Jagd auch zurechtkommen. Ich mach's mal wieder ein bisschen schneller. Denn jetzt beobachten wir unsere Leute einfach mal im Laufe der Jahreszeiten, wie sie anfangen, langsam Wissen zu sammeln und sich fortzuentwickeln. Von den einfachen Assis, die sie sind, hin zum modernen, zivilisierten Assi. Ja, das mit dem Totem gefällt mir aber auch hier gut im Zentrum des Dorfes. Ein neuer Mensch wurde geboren. Oh.
Imedan, das Mädchen. Sie wurde geboren. Oh, ist das schön. Also haben wir jetzt wieder 12 Leute. Und 12 Leute können wir... jetzt haben wir 15 können wir versorgen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist hier mit den Fischen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht sollte ich da nochmal ein paar Fischereiwerkzeuge machen. Wir haben aktuell nur 3. Ich denke, dass die Leute dann einfach... Können aber vielleicht auch noch mehr Fischplätze... Warte mal. Hier wird gefischt und hier unten könnte theoretisch auch noch gefischt werden. Ne, dass wir einfach nochmal ein bisschen mehr Fisch sammeln. Ich glaube, der ist nämlich hier eine von unseren Ressourcen, von denen wir am meisten zehren können. Denn wir haben ja den Fluss direkt vor der Tür. Warum sollte man ihn also nicht nutzen? Das wäre ja doof. 15. 15! Das kriegen wir aber auch noch hin, oder? Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Der Frühling ist bald schon wieder vorbei. Die Hundis wandern durchs Dorf. Das gefällt mir so gut, dass die hier alle so... Aber wir könnten jetzt aber auch nochmal... Warte mal. Wir können jetzt natürlich auch nochmal auf die Jagd gehen. Gucken, ob wir ein paar Tiere erwischen. Hier ihn zum Beispiel, ein Riesenhirsch. Den jagen wir jetzt einfach mal. Und dann können wir im Zweifel auch noch das wilde Pferd mit dazu nehmen. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gejagt. Der Händler ist angekommen. Hoho, was hast du denn diesmal dabei? Mein Freund. Du siehst das Dorf mittlerweile auch wachsen. Leder-Outfits hat er dabei. Leder und... Also das ist nichts, was wir nicht... Es tut mir echt leid, mein Freund, aber es ist jetzt irgendwie... Gorgor, Kommission niedrig. Wert 5 und was will er dafür? 6. Voll vergessen. Was gibt es sonst für Holz? 1. Was gibt es sonst für Feuerstein? 2. Ja, du hast nichts dabei, was ich brauchen könnte. Tut mir leid, geh wieder. Geh einfach wieder. Du nutzloses Stück Fleisch, sei froh, dass ich dich nicht schlachte. Guck mal, das Pferd wird gejagt. Jawohl, tötet es, tötet es. Nein! Das kann es doch nicht sein. Ihr müsst doch Schleudern dabei haben, Leute. Das geht doch nicht. Ihr müsst dieses Pferd jagen. Es tut mir echt leid, aber ihr müsst dieses Pferd jagen. Ausdauer. Ja, Pferde zu jagen ist natürlich eine Angelegenheit, die kann ein bisschen länger dauern immer. Unschön. Was kommt denn da? Da kommen Ziegen angelaufen. Ja, die Sache ist die. Ich kann halt hier die Einwohner auch nicht... Das ist unser Hund. Ah, noch ein Hund, der sich ins Dorf dazu gesellt. Leder mal 10, Wissen plus 1. Sehr erfreulich. Und jetzt gehen sie hoffentlich dem Pferd nach. Das hier oben, was ist das? Wilder Esel. Ah, sie haben das Pferd erlegt. Sehr schön. Wissen plus 1. Sehr gut. Langsam kommen wir in Richtung Keramik. Und vor allen Dingen, wir können dabei eben auch noch ein bisschen unsere Lager auffüllen, was Fleisch betrifft. Denn die Leute wollen ja auch versorgt sein. Und dann muss... Nonak ist an Altersschwäche gestorben. Nicht Nonak. Nein. Er war doch ein Gründungsmitglied dieser Siedlung. Guck mal, wenn die Ziegen hier gerade rumstehen. Schnappen wir uns doch mal eine davon. Und bisher mache ich das mit dem Jagen noch manuell, ne? Also wir können normalerweise auch Jagdgebiete dann zuweisen. Was liegt denn da rum? Ist das Nonak? Das ist Nonak. Nonak ist tot. Nonak. Warum Nonak? Alle, aber nicht Nonak. Tja, Nonak ist tot. Es tut mir sehr leid. Ach ja, das ist das Leben, ne? Ach guck mal, der wird schon ausgenommen, der Steinbock. Sehr schön. Aber da haben wir nichts Neues mehr gelernt, oder? Doof. Aber ein Rentier haben wir, glaube ich, auch schon gejagt. Es ist Sommer und sie müssten normalerweise eigentlich jetzt anfangen, die Beeren zu sammeln. Machen sie hoffentlich auch. Ja, machen sie. Hohoho. Und mir sind hier gerade noch mehr Beeren aufgefallen, die im Bereich des Möglichen liegen könnten. Und deswegen wird hier jetzt auch nochmal fleißig gesammelt. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich anfangen kann, selbst hier Getreide anzubauen und sowas. Das kommt ja auch noch. Denn das ist ja dann ein tatsächlich zivilisatorischer... Oh, ein Sturm. Ein zivilisatorischer Fortschritt sondersgleichen, wenn die Leute erstmal anfangen... sesshaft zu werden und ihre Sachen selbst anzubauen. Ich meine, das hier ist so eine Semi-Sesshaftigkeit, weil wir haben zwar Bären im Umkreis, wir haben Tiere im Umkreis und einen Fluss, aber theoretisch könnte man diese Zelte ja auch noch alle zusammenpacken und einfach an einen anderen Ort gehen, wenn hier keine Bären mehr sind oder wenn hier keine Tiere mehr vorbeikommen. Das heißt, aktuell sind wir noch nicht sesshaft. Sesshaft werden wir erst dann, wenn wir wissen, wir können unser Überleben auch dadurch sichern, dass wir unser eigenes Essen anbauen, selbst wenn in der freien Natur nicht mehr genug zur Verfügung steht, um unsere kleine Siedlung zu unterhalten. Das ist der Plan. Da sammeln sie noch fleißig Stöcker. Der müsste sich mal ein bisschen ausruhen da oben. Ja, 3 Wissenspunkte bräuchten wir noch, aber die werden wir auch in Kürze bekommen. Guck mal hier, das Essen, das sieht ja wundervoll aus. Also Essensüberschuss, da kann sich wirklich keiner mehr beschweren. Hier geht's unseren Leuten geht's wundervoll.
könnten wahrscheinlich noch ein bisschen an der Siedlung arbeiten, was die Totems angeht. Können wir in die Natur stellen irgendwo. Aber da oben auf dem Berg, da bietet es sich halt unfassbar gut an. Es ist einfach, als wäre er dafür geschaffen worden, über die Siedlung zu blicken und da eben das Totem zu sein. So, der Sommer ist gleich vorbei, dann hat sich auch erledigt mit dem Bären sammeln. Und dann können wir nochmal ein bisschen auf die Jagd gehen, wa? Hautoutfit 10, Wissen plus 1. Aha, wir kommen langsam. 2 Wissenspunkte brauche ich noch. Wir könnten ja nochmal gucken, ob wir noch was zu jagen haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, nee, ich glaube die Tiere haben sich mal wieder alle verpieselt hier. Ja, da vorne sind noch ein paar Rentiere. Komm, schnappt euch mal das da. Und vielleicht muss ich da tatsächlich auch nochmal ein paar Werkzeuge zum Jagen herstellen. 10 Schleudern haben wir aktuell und wir könnten hier nochmal ein paar Feuersteinspeere, vielleicht 2 Stück nochmal herstellen, dass sie sich einfach mal ein bisschen besser ausrüsten. Dann können wir nämlich die Holzspeere noch ersetzen, dann ist die Sache auch geritzt. Ansonsten haben wir Hacken, haben wir genug. Das passt schon, Tannin haben wir, alles gut. Ansonsten hier Stöcke, Holzscheite, das passt. Wie sieht es in unseren Lagern heute? Was? Ich glaube, ich brauche ein neues Lagerhaus. Aber wieso? Guck mal, hier werden 4 gesammelt. Ja, 4. Und hier liegen noch Werkzeuge drin. Feuersteinhacke und Feuersteinspeer. Warum nehmt ihr euch das denn nicht, Leute? Hier sind 6 Schleudern. Die könnt ihr doch alle mal mitnehmen zum Jagen. Wo ist denn euer Problem? Oder muss ich die irgendwie anweisen, die Schleuder zum Jagen mitzunehmen? Kann ich ihm irgendwie sagen, er soll den Knochenspeer ersetzen? Oder dieser Slot kann einen Gegenstand halten? Ja, das ist schön, aber hilft mir halt nicht so viel. Ein neuer Mensch. Oh, was? Ressource ist verfallen. Früchte. Es sind 3 neue Leute der Siedlung beigetreten. Das ist viel. Das ist viel. Gerade kommen sie jetzt im Herbst. Gut, dass ich nochmal gejagt habe. Beeren sind verfallen. Früchte ist auch verfallen. Ja, das. Sie essen es halt nicht. Was soll ich machen? Sie essen es halt nicht. Und ich kann es nicht trocknen. Das hat sich auch erledigt. Was ich natürlich nochmal machen könnte, wäre. Ja, Ressource ist verfallen. Lager. Holzhaufen, Steinhaufen. Ich würde die auch gerne vielleicht einfach mal hier aus dem Dorfzentrum entfernen, weil die haben da eigentlich nichts verloren. Der Händler ist gekommen. Was hast du denn diesmal dabei, mein Freund? Kommission hoch, der Jarnak. Er hat dabei Hautoutfits und ansonsten nur Blödsinn, 11 Schleudern. Kannst du vergessen, mein Freund. Was? Bevölkerung erreicht 15, Wissen plus 3. Hoho, ein neuer Mensch wurde geboren. Jetzt ist es an der Zeit. Leute, es ist an der Zeit, die Keramik freizuschalten und uns ins mesolithische Zeitalter voranzutreiben. Wer benötigt für Wasser und Brunnengraben? Tada! Und oh Gott, jetzt brauchen wir für jedes 7. Oh Gott. Hülsenfruchtverarbeitung, Getreideverarbeitung, Nahrungsdruck, ne? Okay, benötigt für Heuhaufen, Mörser, Hülsenfruchtverarbeitung, Mehle, Brot. Da können wir selber Brot herstellen. Pfahlherstellung, Schlitten. Damit können wir wahrscheinlich mehr tragen. Hier oben Steinschleifen, Feuersteinsichel, Feuersteinmesser. Wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Leute die Tiere besser ausnehmen können. Und ist benötigt für Kupferschmelzen. Uiuiuiuiui. Und hier können wir Bögen herstellen. Und Befestigungen können wir aber erst im Neolithikum dann herstellen. Ach, ich bin gespannt. Oh Gott. Keramik freigeschaltet, Meilenstein freigeschaltet, Transport. Okay, Transportmittel werden die Effizienz deiner Siedlung deutlich erhöhen. Einige Ressourcen wie Holzscheite, Steine, Kupfererz, Zinnerz oder Eisenerz sind schwer und schwierig herumzutragen. Nur Erwachsene können diese transportieren und zwar einzeln und sehr langsam, wobei ihre Moral verringert wird. Schlitten und Karren lösen dieses Problem. Mit ihnen kannst du mehrere schwere Ressourcen auf einmal effizient transportieren. Ach so, die Moral von denen wird verringert, wenn das dann so ist. Ah. Ich verstehe. Haben wir denn jetzt irgendwas Neues dazugelernt? Wir hatten doch irgendwas Neues dazugelernt, oder? Wir hatten doch irgendwas von wegen Brunnen oder so. Defensiv. Transport. Ich habe überhaupt nichts Neues dazu bekommen. Ich habe nichts Neues dazu bekommen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Benötigt für Wasser und Brunnengraben. Brunnengraben, ja, ist okay. Aber benötigt für Wasser? Aber Wasser? Aber ich hab doch Wasser. Hole Wasser. Lehm extrahieren. Fische. Lehmmenge und Fisch ist hier nicht mehr so viel. Oh Gott. Das heißt, irgendwann haben wir unsere. Ach, hier ist ganz viel Fisch. Oh, oh, oh.
Wir haben irgendwann den Fluss da natürlich auch leer gesaugt. Oh Gott. Wir müssen darauf aufpassen, dass wir nicht zu den Menschen werden, die ihre Natur wegsaugen und dann nichts mehr übrig lassen. Meilenstein freigeschaltet. Bescheidene Anfänge. Vielen Dank, Spiel. Ja, jetzt machen wir doch ein bisschen Sorgen darum, weil ich hätte gedacht, der Fluss ist eigentlich eine unendliche Quelle wundervollster Nahrung. Und dabei ist er das gar nicht. Der Händler hat immer noch was anzubieten. Nö, das ist noch nichts Sinnvolles. Schalte das mesolithische Zeitalter frei, sowie die Fähigkeit, Wasser zu transportieren und zu lagern. Das ist viel effizienter, als Einwohner jedes Mal zur Wasserquelle gehen zu lassen. Ich mach das einfach mal. Hole Wasser. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Da holt jemand Wasser, oder? Extrahiert Wasser. Ah! Gucke mal da. Und sie wird das jetzt wahrscheinlich in einem Keramiktopf irgendwo zurück... Ja. Irgendwo dann zurück in die Siedlung bringen. Und die können dann da vor Ort direkt trinken. Müssen nicht immer zum Fluss laufen. Ein großer Fortschritt. Für die Menschheit. Dreimal Wasser bringt sie zum Lagerhaus. Das übrigens am Fluss steht. Ja, okay. Ich sag nichts mehr dazu. Jetzt wissen wir auch, warum die Entwicklung der Menschen so lange gedauert hat. Denn derjenige, der dafür verantwortlich war, das war ich. Ja, es tut mir leid. Aber... Ihr seid ja trotzdem da, ne? Also seid auch zufrieden. Alles gut. Alles gut. 15 Leute haben wir und die Nahrungsvorräte sehen gerade ein bisschen... Ja, weil die Beeren halt alle verdorben sind. Ich glaube, wir müssen jagen gehen. Wir müssen jagen gehen. Denn sonst geht uns irgendwann das Futteral aus. Und liegen hier eigentlich noch Stöcke rum? Da, wo sich Stöcke sammeln sollen? Ja, da liegen noch genug Stöcke rum. Also keine Sorge deswegen. Tiere, wo seid ihr denn, ihr Tiere des Waldes? Kommt zu mich und lasst euch töten. Ihr habt euch alle zurückgezogen, ne? Ein Wildschwein. Nom, 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 nom. Und hier nochmal so ein Steinbock, den können wir auch nochmal jagen. Dann kriegen wir nämlich eventuell auch nochmal die entsprechenden Punkte darauf. Oh Gott, hier sind Auerochsen. Da bin ich aber ein bisschen vorsichtig. Der ist krank. Urzeitliches Bison wird bald sterben. Eventuell können wir den ja dann einfach ausnehmen, wenn er stirbt. So, die Frage muss ich jetzt so lange beobachten, bis er... Also, wird den hier nicht aus seinem Steinbock mal 5 Wissen plus 1, sehr schön. Aber 7 Wissenspunkte brauchen wir halt, ne, jetzt für die nächsten Aufstufungen. Das heißt, wir werden hier schon ein bisschen länger brauchen, um jetzt die nächsten Stufen zu erreichen oder die nächsten Forschungen. Bin ich mal gespannt, aber so lange können wir unsere Siedler hier halt auch versorgen. Mittlerweile müssen sie halt extrem weite Wege gehen, um... Höhlenbeerangriff, nein! Wo? Tötet diesen Höhlenbär. Leg dich nicht mit uns an, Höhlenbär. Leg dich nicht mit uns an. Gibt auch wieder Fleisch. Gut, dann sind wir nahrungstechnisch, glaube ich, ganz gut versorgt. Auch für den Winter können wir das Ganze auch trocknen. Hier gibt es noch mehr Stein. Habe ich gar nicht gesehen. Hier gibt es, glaube ich, auch Stein. Ja, hier gibt es auch Stein. Können wir also im Zweifel auch noch abbauen. 4 Hundis haben wir, glaube ich, mittlerweile im Dorf rumrennen, oder? Ne, 3. 3 Tiere haben wir. Tiere, die Unterschlupf brauchen, aber keine. Gesamter Platz für Unterschlupf. Tiere, Vieh. Oh, jetzt haben wir 4 Hundis. Ziege, Esel, Vieh, Pferd, Schaf, Schwein. Schlitten, Karren, rollender Megalith. Ohohoho. Das wird wahrscheinlich nötig werden, wenn wir dann irgendwann anfangen, diese ganzen Monumente zu bauen, wie Stonehenge. Oh. Da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt haben wir 3 Wasser hier im Lagerhaus rumliegen. Für nichts. Für nichts. Eigentlich total sinnlos, weil... Da kommt noch ein Hundi angerannt. Eigentlich total sinnlos, weil, ganz ehrlich, das Lagerhaus ist halt direkt neben dem Fluss. Oh, warte mal. Das sind Wölfe, ne? Ja, mit denen lege ich mich lieber nicht an. Ja, das könnt ihr mal voll vergessen. Die lassen wir einfach mal in Ruhe, ne? So, fischmäßig sieht es hier nicht mehr so gut aus, leider. Was haben wir denn hier noch rumlaufen? Was bist du? Du bist ein Hund. Ach so, nee, das ist einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Gibt es noch anderes Vieh hier in der Gegend? Irgendwie sind die... Normalerweise hätte ich diese Wiese hier auserkoren, um da Vieh zu sammeln, weil die halt so schön neben uns liegt. Aber mir scheint, die halten sich mittlerweile davon fern. Vielleicht, weil sie da auch ständig sterben. Und hier diese riesigen Berge zu überwinden, da weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Ist aber auch nichts. Ist ja rein gar nichts an Vieh. Okay, ich glaube, das mit der Jagd hat sich erstmal erledigt.
glaube, da werden wir warten müssen, bis der Winter vorbei ist, dass sie alle wieder aus ihren Höhlen rausgekrochen kommen. Denn sonst sehe ich da schwarz. Aber wir haben jetzt ein bisschen gejagt, dadurch, dass wir auch diesen Bären erlegt haben. Da kommt ja nochmal ein bisschen mehr bei rum. Und da hinten sind sie, glaube ich, noch dabei, andere Tiere auszunehmen. Das heißt, essenstechnisch werden wir schon auf einem guten Level sein, können diese 15 Leute auch versorgen. Die haben Haut und die haben Leder. Und das Einzige, was wir machen müssten, wäre vielleicht nochmal die Werkzeuge ein bisschen... Kann ich das... Nee, das kommt ja dann erst im nächsten Schritt, ne? Die Werkzeuge. Den Winter überlebt, Wissen plus 1. Ach, großartig. Die Siedlung wächst und gedeiht. Und gedeiht und gedeiht. Bislang komme ich aber auch wunderbar aus mit einem Hauttrockner und mit hier mit denen und mit einem Nahrungstrockner, weil ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich mehr davon herstellen sollte. Macht überhaupt keinen Sinn. Was macht ihr da? Inaktiv. Sie spielt mit dem Hund. Guck mal, wie geschäftig das. Im Vergleich zum Anfang, als da nur diese paar Leutchens waren, die sich in der Gegend verstreut haben, wie geschäftig das auf einmal aussieht. Sie fischt den Fluss leer. Ach, das regeneriert sich mit der Zeit. Ach, Gott sei Dank. Okay, ich hatte schon Angst, dass wir irgendwann den Fluss einfach leer gefischt haben. Aber das bedeutet, irgendwann müssen wir entlang des gesamten Flusses Fischstationen errichten. Eventuell müssen wir hier nochmal einen Außenposten oder so machen. Was kommt denn da angelaufen? Frischfleisch. Ich hoffe sehr, dass die anderen sich nicht einmischen werden, wenn wir ihr Junges töten. Normalerweise dürften sie das nicht tun, weil es müsste ihnen vollkommen egal sein, dass wir ihr Junges... Oh Gott. Okay, er wehrt sich doch. Hat aber keine Chance. Er müsste längst tot sein. Aber ich denke mal, der wird nicht sterben, solange der im Wasser ist, ne? Weil das wird wahrscheinlich verhindert oder verhindert dann... Jetzt ist er gestorben. So, dann können wir die beiden abbauen. Fleißig, fleißig. Und dann haben wir urzeitliches Bison-Angriff. Und wir haben wieder einen Angriff überlebt. Ich wäre natürlich glücklicher, wenn wir bessere Waffen hätten. Die laufen jetzt an ihren toten Brüdern da vorbei. Das ist aber nicht so schlimm. Da kommen auch schon unsere Leute und holen sich. Aber es ist bald Sommer und das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen mit dem Jagen einhalten. Denn im Sommer werden erstmal wieder Beeren gesammelt. Beeren sammeln ist immer gut, denn dadurch bekommen wir wieder Wissenspunkte. Ah ja, unsere Siedlung wächst und gedeiht. Also habe ich da gerade was gehört? Hat da gerade jemand nach seinem Tod gerufen? Hast du nach deinem Tod gerufen, mein Freund? Warte mal. Was kommt denn da an? Schlitten. Jerengol, der Händler. Ah. Aber wir müssen diese Schlitten herstellen. Wir gucken uns nochmal gerade, was der Händler im Angebot hat. Und dann mache ich ein kleines... Oh, guck mal, jetzt sind sie wieder alle da, die Tiere. Jetzt sind sie wieder alle da. Als kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Der Händler ist angekommen. Was hast du denn, mein Freund? Lass mal sehen. Du hast absoluten Blödsinn dabei, den kein Mensch braucht. Ja, jetzt lache ich noch darüber. Irgendwann später wird es wahrscheinlich wichtig werden, das Hin- und Herhandeln. Aber jetzt im Augenblick bin ich echt gut ausgerüstet. Du kannst noch so einen Holzspeer haben, den brauche ich nicht mehr. Das gibt 5 und dafür nehme ich... Dafür nehme ich 2 Fleisch und einen Knochen. So, 1 Fleisch und 1 Knochen. Für einen Holzspeer. Kann man machen. So, ein Punkt noch. Dann können wir nämlich uns wieder weiterentwickeln. Aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich in unserem kleinen, wundervollen Urzeitdorf hier, das mich jetzt doch ein bisschen eingefangen hat, muss ich ganz ehrlich gestehen. Bis gleich. Tschüss.